Guten Morgen. Der erste Ramadan-Vlog. Ich bin gerade aufgestanden, ich habe Saul verpasst. Mir geht's nicht gut. Eigentlich geht's mir gut. Mir geht's gut. Ich glaube, Juli ist oben. Hallo? Hallo? Was machst du? Ich spiele gerade. Juli, Leute, er nervt mich Es macht so. einfach so übertrieben Spaß, soll ich machen? Leute, dieser Junge ist so süchtig nach diesem Spiel und er spielt es seit Wochen jeden Tag. So Und lustig, wenn wir, witzig. nein, Didi, wenn wir so Zeit zusammen miteinander verbringen wollen oder so, oder zusammen, keine Ahnung, essen gehen wollen, er ist trotzdem am Handy. Es macht einfach nur Spaß, was soll ich machen? Warte, warte, warte. Du nervst. Boah, warte, warte, warte. Was geht, Leute? Ich hoffe, alles ist gut bei euch. Ich hoffe, ihr seid gesund. Danke fürs Einschalten. Wir haben Ramadan. Freue mich sehr. Ihr wisst, Ramadan ist für uns immer was sehr Besonderes. Die Genau. Ramadan-Vlogs machen uns immer so am meisten Spaß. Die sind auch immer am coolsten. Wir machen da am meisten. Es macht da irgendwie am meisten Spaß zu filmen. Das Einzige ist, leider ist der erste Vlog vieles getrennt, weil Doli morgen zu seiner Family fährt nach Nürnberg. Er wird da vloggen, ich werde hier vloggen. Genau. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, ab dem zweiten Vlog ist es wieder wie früher. Wir machen Sound zusammen, Iftar zusammen. Also da seht ihr dann, wie wir alles wieder so zusammen machen. Ramadan! Und du hörst auf zu spielen. Eine Runde noch. Eine. Ich check nicht, wie man so süchtig nach so einem Spiel Ich weiß, sein ich spiele eine kann. Runde, dann wirst du mich verstehen. Eine Nein. Runde. Nein. Eine Runde. Hier, komm, Nein, einmal. ich will das nicht! Einmal. Nein! Ich hab gewonnen. Was habe ich dir gesagt? Lass mich in Ruhe. Aber sehr ehrlich, wenn man einmal reinkommt, ist krass, oder? Oder? Was habe ich dir gesagt? Doli will euch unbedingt das Spiel Ihr zeigen, könnt, ihr Leute. könnt, das Geile ist, ihr könnt halt so Diamantenbooster nehmen, dann drückt ihr auf Spielen. Dann sucht ihr einen Gegner zum Beispiel. Das Geile ist halt, dass es auch online ist und ich liebe Online-Spiele. Und jetzt spielen wir einfach gegeneinander und jeder hat immer so eine Spanne, wo man spielen kann. Boah, ich kann hier Bombe machen, bam. Es macht schon süchtig. Also ich habe jetzt mit Doli 25 Minuten gespielt. Und jetzt habe ich hier einen Booster, den aktiviere ich. Guckt jetzt, eine Farbe kann ich jetzt aussuchen. Sagen wir mal, ich nehme Rot. Guck jetzt. Hey, krass. Ja, sonst habe ich jetzt krank viele Punkte Oha. bekommen. Auf jeden Fall haben wir nochmal einen Link zu der App in unserer Beschreibung oder könnt ihr hier diesen QR-Code benutzen. Dann kriegt ihr nämlich nochmal so ein 10-Euro-Piñata-Pack umsonst dazu. Da sind ganz viele Booster, Coins drin, Sticker. Also da habt ihr schon mal einen sehr, sehr krassen Vorteil. Das sind halt 10 Euro, die ihr nicht ausgeben müsst, ne? Kommen offiziell zum ersten Ramadan-Vlog. Es ist jetzt 10 Uhr morgens. Ich bin seit 8 Uhr wach und ich fahre mit Shadin nach Metzingen ins Outlet. Hallo! Irgendwie haben wir die gleichen Haare, Oh ne? mein Gott, die sehen so gleich aus gerade. Ah, wir fahren ins Outlet! Shadi! Hallo, Ruby! Chi? Shadi! Hallo, Ruby! Fasten in Metzingen. Und wir fahren jetzt 4 Stunden. Ich habe Ey, das ist so eigentlich Angst. peinlich. Das ist peinlich, dass wir jetzt 4 Stunden in ein Outlet Ich fahren. habe, ganz ehrlich für dich, ja, ich gönne mir sonst nichts. Also. Hallo. Mir geht's nicht gut. Wir fahren gefühlt seit 15 Stunden. Wir haben immer noch 2,5 Stunden vor uns. Ich habe hier Stechen. Nach 4,5 Stunden. Ja, Mann. Wer macht sowas? 4,5 Stunden. Ich bereue es, dass ich hier bin, weil wir müssen wieder zurück. Lieber Gott, hilf mir. Ich brauche Luft. Leute, mir geht's gar nicht gut. Wir sind im Nike und wir haben 1000. Wie viele Socken hast du mitgenommen? Zwei. Hä, wieso schwarze? Wer kauft schwarze Socken? Wir sind gerade im Süßigkeitenladen und Shadi fühlt sich zu schlecht, sich was zu holen. Ja. Ich wollte mir was auf die Hand holen, so eine Gummibärchentüte, aber ich will die nicht Junge, alleine. hol dir eine. Ich schwöre, dass du. Nein. Ich finde es sogar toll, Essen zu sehen. Das macht mir Spaß. Ich Ich finde es toll. schwöre. Leute, wir sind im Gucci und ich muss flüstern, weil man darf hier Warte, ich nicht probiere filmen. jetzt Und an. Shadin probiert jetzt Ja, den Mann. Schuh. Vielleicht meine Socken. Oh mein Gott. Sind die alle in deiner Größe? Was? Warum sind die so Ich habe dir eng? doch gesagt, dass die total Ja, komisch am super. Fuß sind. Diese Slides stelle ich mir im Sommer richtig cool vor. Leute, wir waren eben. Ich darf hier in keinem Laden filmen, aber wir waren eben in Bottega und wir haben so krasse Angebote gefunden. Ich hab mir gegönnt. Ich zeig's euch später. Und Charlie ist gerade im Struggle. Die weiß wieder nicht. Wir sind zurück in Gucci, weil sie nicht weiß, welche Schuhe sie holen soll. Was gefällt dir mehr, beige oder schwarz?
Leute, auf jeden Fall war es erfolgreich. Schade, ihr habt ihr ganzes Leben hier gelassen. Es ist jetzt 18.13 Uhr. Mir geht's voll gut. Mir ist nicht mehr schlecht. Ich habe auch keinen Durst. Ich habe auch minimalen Hunger. Also, Alhamdulillah, heute ist es mir leicht gefallen. Leute, das war so komisch. Es kam gerade so, wir haben gerade so Bilder gemacht. Und dann kommt so ein alter Mann zu uns und sagt so, auf Englisch, was hat er gesagt? Er hat zuerst gesagt, I literally just want to die. Ja, nein, er so, I want to die. Und ja, wir haben so geguckt, weil wir haben ihn nicht verstanden. Und dann hat er sich auf den Boden geschmissen. Der hat seine Tasche weggeworfen, sich auf den Boden geschmissen. Und Shadi sagt die ganze Zeit zu mir, sag danke. Das Ding ist, wir haben Fotos von Sarah gemacht. Und ich dachte, er sagt so, oh mein Gott, ich sterbe, weil du so schön bist. Und ich habe direkt gemerkt, nein, der Mann ist einfach auf Drogen und total komisch. Und Shadi flüstert mir die ganze Zeit zu, sag danke. Ich so, was für sag danke? Da ist ein Mann, der schreit und legt sie auf den Boden und die will, dass ich zu ihm gehe und sage danke. Ja. Er lag dann auf dem Boden, ist voll sauer geworden, hat dann so gesagt, I came to Germany as a craftsman and I don't have any money. I don't have any money. How is that possible? Is this Germany? Also er hat uns einfach angeschrien, weil wir so Shoppingtüten hatten und er nicht. Ich dachte mir am Anfang noch so, auch voll der Süße. Der kam auch, am Anfang hat er so erstmal gelächelt und dann ist er voll ausgerastet. Ja. Aber ich komme nicht auf den Gedanken klar, dass dieser Mann uns eigentlich gerade am Anschreien ist und Shadi mir sagt, bedank dich bei ihm. Kein normales Outlet hier. Es ist so ein bisschen wie so eine Stadt aufgebaut, aber es ist richtig schön hier. Also es erinnert mich an Amerika. Wir sind jetzt in Los Soria. Es ist 10.34 Uhr. In 10 Minuten ist Iftar. Aber leider sind alle Tische vergeben, deswegen müssen wir warten. Ich habe mir schon mal Eis bestellt, damit ich gleich Wasser trinken kann. Und hier sind Nüsse. Ich kann mit Wasser und Nüssen aufmachen. Leute, die ist richtig krank. Ich tue ihr die ganze Zeit leid, obwohl es mir gut geht. Nein, eben hast du mir nicht leid getan. Wir müssen jetzt 20 Minuten warten und Iftar ist halt 10 Minuten. Und ich dachte mir nur, ich will nur, dass du dein Fasten nicht falsch hast. Ja. Darum ging es. Die Arme hat hier ihre Cola und will sie einfach nicht trinken. Nein, das mache ich jetzt mit dir zu. Ich wurde übrigens heute gefragt, ob wir Zwillinge sind. Das ist krass. Frau guckt uns an, die so, ihr seid Zwillinge, oder? Wieso nein? Die so, ach so, seid ihr Schwestern? Wieso nein? Die so, seid ihr Cousinen? Die hat uns 10 Minuten zu voll geredet, weil die so schockiert war, dass wir keine... Nicht verwandt sind. Ja. Ich trinke keinen Alkohol. Danke. Dankeschön. Danke. Cheers. 40. 40. Wie die Nüsse für mich hält. Geil. Ich habe ein alkoholfreies Cocktailgetränk bekommen. Ein Hugo. Ein alkoholfreies Hugo. Kannst du kurz trinken, um sicher zu gehen, dass da kein Alkohol drin ist? Das ist kein Tropfenalkohol. Oh, es ist warm. Sieht hier einfach aus wie in Amerika, ich schwör's euch. Leute, ich glaube, ich habe nicht mal gefilmt, wie wir gegessen haben, weil ich so Hunger hatte, aber ich habe gar nicht viel geschafft. Muss dir jemand helfen oder so? Was mehr? Leute, wir sind am Meer. Noch eins. Sieht man das Wasser? Schön. Ja. Noch eine Stunde 20 vor uns, aber wir machen jetzt eine Snackpause. Wisst ihr wieso? Weil wir haben Bock auf Eis. Achso, ja, das auch. Weil ich essen kann. Wird ja manchmal von Autofahrten schlecht. Und als wir dann angekommen sind und mir so schlecht war und ich nichts trinken konnte, dachte ich mir, scheiße, der Tag ist gelaufen. Aber jetzt bin ich froh, dass wir es gemacht haben. Ja, Mann. Leute, meine Hose macht den ganzen Tag schon so komische Geräusche. Ja, in jedem Laden, wo wir reingegangen sind. Ja, Mann. Ich habe eine sehr gute Nachricht. Eine sehr, sehr gute Nachricht. Erster Ramadan-Tag, direkt eine Baba-Nachricht. Aber erstmal zu diesem jungen Mann. Wie fühlst du dich gerade? Mein Bruder ist auch am Fasten und sag mir von einer Skala 1 bis 10, wie sehr, also hast du Hunger oder mehr Durst erstmal? Ich weiß gar nicht, ich will einfach irgendwas haben. Es ist einfach langweilig, weil so jetzt sitze ich hier, checke den Chart, 1 gegen Chips, bam. Ich habe mein Dokument bekommen, endlich, ich habe endlich mein Dokument. What? Guckt euch mal dieses schöne Stück an, mit 2,5, ist gut, finde ich, wie es hier steht auch. Was sagst du zu 2,5? Muchas Malagas. Du weißt, dass wir um 15 nach dort sein müssen, ne? Ja, Bruder, wir sind 20:30 da. Nein, vielleicht bist du dumm. 10 Minuten. Nein, aber wir müssen schon. Wie, nein, ja, das ist schon 5 Minuten später. Ja, jetzt. Nein! 49 nach ist Iftar. Wenn wir 20 nach da sind. Der sagt nicht 10 vor, der sagt 49 nach. Ja, nein. Barisch geht's gar nicht gut, mein Bruder. Jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt, du warst vorhin bei einer 4, jetzt bist du bei einer. Wallah. Ja. Und du weißt, ne, wenn du dann am Tisch sitzt. Ja, mit einer 10. Direkt. Ja, direkt. Also, wenn du auf Klo musst. Ja, und du schießt.
Weißt du, wie das bei mir ist? Kennst du das? Du machst deine Hose runter und es strömt alles raus. Ja, bei mir ist so, ich halte nur das Krieg, aber sobald meine Augen eine Toilette sehen, ist einfach so, es drückt 3 Kilo Druck. Kennst du das? Boah, ich bekomme langsam Kopfschmerzen, hält sich mehr aus. Wie fühlst du dich gerade? Ich bin am Ende. Warum tun die das jetzt schon hier hin? Das ist suboptimal. Ich schmeck einfach nach Snickers. Das ist ein Dattel. Der Doli ist jetzt da. Der war noch mit Freunden. Hallo. Hallo. Oh, Doli. Er hat seine Urkunde bekommen. Ich bin so stolz auf ihn. Ich komme den Absolventenfeier einladen, 21. Juli 2023, 17 bis 21 Uhr. Ich kann 3 Personen einladen. Du hast echt gut. Du hast hier nur 1 auf voll viele. Ja. Jetzt kommt ein Haul. Darf ich öffnen? Nein, ich mach auf. Ist das meins? Also, ich habe gar keinen Gürtel. Ich habe einfach keine Gürtel. Doli hat auch nur ein Gürtel oder so. Deswegen habe ich ihm jetzt einen schönen, schlichten, schwarzen Gürtel gekauft. Das ist unnormal schön. Genau solchen Seiten mag ich. Soll ich mal probieren direkt? Mhm. Den habe ich seit 10 Jahren. Ich habe ihn eingekauft, weil er hatte immer diesen Gürtel hier benutzt und der sieht einfach aus wie ein Piratengürtel. Der ist so richtig so, die Farbe ist komplett ab. Und hier sind so voll die Dellen überall drin. Deswegen habe ich ihm einen Gürtel gekauft. Weiß ich. Meiner ist mit so Krokoleder und so Gold. Wie findest du den? Du hast auch nie so Gürtel, die ich halt gehabt, ne? Ich hab keinen einzigen Gürtel in meinem Kleiderschrank. Ah, stell dir vor, im Sommer mit so einer hellen Jeans. Schön, oder? Extrem viele Socken für Doli gekauft. Ja. Du hast 3, ich hab 2. Das danke. Dann, Leute, ihr wisst, Bottega hat 2 Sonnenbrillen gekauft. Ratet, wie viel meine Sonnenbrillen gekostet haben. Die hier? Ja. 300? 60. 60 Euro. 60 Euro haben die Brillen gekostet. Und ich kram mit sogar alles mit Lederetui. Man kriegt sogar ein Lederetui, woraus die Taschen gemacht sind dazu. Einmal, ich dachte mir, wenn die so billig sind, dann kaufe ich mir eine, die ein bisschen funky gab's ist. Gab es keine für Männer? Nein, ich habe geguckt. Das waren keine Männerbrillen. Was ist hier drin? Kannst du dir mal eine funky Brille holen, okay? 60 Euro. Oh, voll schön. Hey, die ist nicht funky, die ist cool, richtig cool. Zeig. Boah, unnormal schön. Boah, richtig cool, richtig oder? Schön. Ja, ja. Die ist voll cool, oder? Die hat was aus Runner und Ding. Also schnelle Brille und die so. Farbe ist auch voll cool, voll ne? Schön, passt zu die Sommer. Geil, ne? Wie geil. Mega cool. Auch 60 Euro? Ja, auch. Du hast auch für 2 Brillen 120 Euro gezeigt, die so teuer eigentlich sind. Ja. Zeig. Zeig, zeig, zeig. Oh, die ist auch voll schön. Zeig mal. Warte. Die hat halt hier so coole Details. Zeig mal. Die sind aber nicht so plakativ, ne, Bottega? Nee. Da ist nicht so fett etwas, was an der Seite. Steht gar nichts, ne? Doch, hier. Aber ein klein. Warte, wie viel ich sie gekauft habe. 700. 200. Krank, ne? Das sind die typischen Bottega-Schuhe, die kennt boah, man. Okay, krasse Qualität. Krank, ne? 200? Ja. Wie meine Latschen, die ich letztens gebraucht habe, die mir nicht gepasst haben. Ist das nah, weißt du, ne? Das sind diese typischen Bottega-Schlappen. Und nochmal schön. Das ist so krass, Leute. Ich kann die so viel teurer weiterverkaufen. Ich kann euch mal einen Vergleich sagen. Ich und Doli waren letztens in Romont im Outlet und ich habe Shadi angerufen, weil da gab es Stiefel, die sie wollte, bei Gucci. Hast du noch was geholt? Nee. Die haben 800 Euro gekostet, okay? Wir waren jetzt, das war vor 2 Wochen, jetzt sind wir heute in Metzingen ins Outlet gegangen, dieselben Stiefel im Gucci-Store für 500 Euro. Krass. 300 Euro billiger als im anderen Outlet. Das ist geil. Die haben wirklich krasse Preise und wirklich teure Marken haben so Ray-Ban-Preise. Das ist unnormal gut. Das ist echt gute Schnäppchen gemacht. Leute, ich bin gerade voll traurig, weil Doli geht jetzt schon. Ich dachte, der geht zum Friseur und kommt dann kurz wieder zurück, weil ich habe den Ramadan-Kalender vorbereitet. Aber ich muss die Sachen noch abholen und jetzt geht der. Dann kannst du 4 auf einmal aufmachen, wenn du wiederkommst. Okay, versprochen? Ja. Ganz cool. Fahr bitte vorsichtig und langsam. Geh nicht ans Handy. Tschüss. Jetzt in Nürnberg angekommen. Ich habe ungefähr 3,5 Stunden gebraucht. Ging eigentlich voll klar. Aber das Krasse ist, wirklich, Sarah tut mir so unnormal leid. Wirklich, weil sie alleine jetzt Iftar machen muss und alleine fasten muss. Wirklich, das tut mir so weh. Wirklich. Die arme Maus. Kleine Sarah.
weil sie jetzt am Montag einen Termin und ich vielleicht ein bisschen länger in Nürnberg bleiben. Deswegen macht das keinen Sinn, wenn sie jetzt mitgekommen wäre. Ich gehe jetzt ins Grand Café und Leute, ich sag euch eins, an Ramadan-Monat kommt ins Grand Café, da gibt es auch so richtig Ramadan-Menü. Nein, ich sage auf mich, dass ich jetzt mit meinen ganzen Freunden Iftar mache. Du tust mir unnormal leid. Oh, was geht denn, Bro? Oh, ich hab den voll vermisst. Leute, vertraut mir, diese Suppe ist eine Legende. Das ist eine Legende. Merjimek. Das ist. Bruder, das der ist. Der Klassiker ist. Aber das Bruder, ist. Du kannst einen Klassiker nicht. Da kannst du nichts falsch machen. Du kannst einen Klassiker niemals toppen. Leute, Dennis ist auch am Fasten. Das erste Mal in deinem Leben am Fasten. Wie fühlst du dich bisher? Schon gut, aber. Hast du Hunger? Bisschen. Eine Frage. Willst du heute lieber mit Miam und Mergim sein, essen gehen? Oder lieber mit Dokan, Ruschen essen? Mit dir. Mit mir? Ich hab dich seit langem nicht mehr gesehen. Du bist mein bester Bruder. Nein, Dokan ist auch dein. Wir sind beide deine besten Brüder. Hast du Hunger? Ja. Hast du Durst? Was hast du mehr Hunger oder mehr Durst? Ich liebe trinken mehr. Aber was hast du mehr? Mehr Hunger oder mehr Durst? Essen. Essen? Mein Bruder fastet Arte, der ist mich stolz auf dich, nein? Du darfst aufmachen, okay? Aber eigentlich macht man mit Hurma auf. Sag mal, Hurma was? Ich mag keine Hurma. Hurma? Bayern, ja, in dem ist es. Bayern? Ja, bitte. Wie schmeckt's? Ja. Es ist offen. Wir können Iftar Zeit. Mit Cola jetzt. Mit Cola aufmachen, oder? Hübscher Bruder. Du bist einfach wie Wein, du bist immer, wenn der Väter bist, desto hübscher bist du. Du bist so älter, Bruder. Das ist, du warst einfach so früher. So sind wir Männer. Aber warum wird der immer hässlicher? Guckt euch mal an, das ist einfach Dennis. Und schaut mal. 17. März 2014. Hast du das Bild gemacht? Ja, ja. Da war der gerade mal 3 Monate. Ich bin tot. Ja, schau mal an. Ich hab Blähbauch, Mann. Das erste Mal das Beste probiert. Was machst du? Wir haben gerade Tarawih gebetet und ich erkläre euch mal eins. Tarawih Gebet geht sehr lange, das ist nur an Ramadan. Meine Stirn, ohne Spaß, die zirbelt gerade richtig. Ich bin schon den ganzen Morgen im Bett. Ich spiele die ganze Zeit dieses Handyspiel, was mir Doli gezeigt hat. Ich bin einfach jetzt auch süchtig danach geworden. Ich spiele einfach seit einer Stunde im Bett, das ist nicht normal. Aber kleiner Reminder, wenn ihr euch das auch runterladen wollt, ihr habt ja immer noch dieses 10-Euro-Pack-Angebot, wenn ihr den Link in unserer Bio benutzt. Wollte ich euch kurz nochmal dran erinnern. Und jetzt muss ich echt langsam wach werden. Guten Morgen, Freunde. Heute ist Sonntag, also der Tag, an dem das Video online kommt. Und ich habe die letzten 2 Tage jetzt nicht gefilmt, da hat Doli ja eher gefilmt, weil ich einfach wirklich die ganze Zeit zu Hause war. Ich habe seit Wochen extremst viel zu tun. Dachte ich mir, komm, jetzt bist du ganz alleine, mach jetzt einfach mal 2 Tage gar nichts. Es wird dir gut tun, mir geht's richtig gut, ich habe wieder voll Energie. Deswegen hoffe ich, dass der erste Ramadan-Vlog nicht zu langweilig war, weil wir getrennt waren und ich mir eine kleine Auszeit genommen habe. Aber der nächste Vlog wird auf jeden Fall richtig cool. Worauf ich mich mega freue ist, ich mache es jetzt. Ich frage jetzt Yassi und so, ob die mit mir mitfasten wollen nächste Woche. Hallo, wollt ihr nächste Woche vielleicht alle mit uns einen Tag mitfasten? Wir haben jetzt in der Gruppe mit Yassi, Fabian reingefragt. Das wäre ein richtig cooles Video. Yassi hat ja letztes Jahr auch schon mit uns mitgefastet. Ich glaube, Ryan auch. Dann wird das nächste Video auch richtig lustig. Yassi hat schon geantwortet. Yassi will mitfasten. Ja, ich freue mich. Bis nächste Woche, meine Mäuse.